Du besitzt ein Kapital von 10.000 Euro und möchtest es an einer Bank anlegen, damit es zu 15.000 Euro anwächst. Die Bank schlägt dir einfache Zinsen zu 2,5% oder Zinseszinsen zu 2,1% vor. Frage: Für welche Option entscheidest du dich? Zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird dieses Startkapital von 10.000 Euro. Angegeben wird auch das Endkapital von 15.000 Euro. Angegeben wird der Zinssatz bei einfachen Zinsen. Wir schreiben P-Index EZ, EZ für einfache Zinsen, liegt bei 2,5. Dann wird auch der Zinssatz zu Zinseszinsen angegeben. Also schreiben wir P-Index ZZ, ZZ für Zinseszinsen, ist 2,1. Für welche Option entscheidest du dich? Natürlich für die, wo die Zahl n am kleinsten ist, wo die Wartezeit am kürzesten ist. Es geht hier um einfache Zinsen und um Zinseszinsen. Also dürfen wir diese zwei Formeln einsetzen. Kommen wir zuerst zu den einfachen Zinsen. In dieser Formel ersetzen wir Cn durch 15.000, C0 durch 10.000 und klein p durch 2,5. So stoßen wir auf diese Gleichung mit der unbekannten n. Diese 10.000, die hier rechts vom Ist-Zeichen multipliziert, setzen wir links rüber, wo sie teilen wird. Und somit stoßen wir auf diese Gleichung. 15.000 geteilt durch 10.000, das macht natürlich 3 halbe. Und diese 1 setzen wir noch rechts rüber. So haben wir rechts 3 halbe minus 1. 3 halbe minus 2 halbe, das macht 1 halbes. Diese Zahl 2,5, die hier multipliziert, setzen wir rechts rüber, wo sie teilen wird. Und diese Zahl 100, die hier teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Und so stoßen wir auf diese Rechnung. 1 mal 100, das macht 100. 2 mal 2,5, das macht 5. Und 100 geteilt durch 5, das macht 20. Die Wartezeit bei einfachen Zinsen ist also 20 Jahre. Jetzt die Zinseszinsen. In dieser Formel ersetzen wir Cn durch 15.000, C0 durch 10.000 und klein p durch 2,1. So stoßen wir auf diese Gleichung mit unbekannter n. N ist hier ein Exponent. Das ist also eine Exponentialgleichung. Diese 10.000, die hier multipliziert, setzen wir links rüber, wo sie teilen wird. So erhalten wir diese Gleichung. 15.000 geteilt durch 10.000, das macht 3 halbe. Und so haben wir diese Exponentialgleichung, zu der wir nur noch einen Logarithmus an beiden Seiten nehmen müssen. Man kann den dekadischen nehmen, LOG, oder auch den natürlichen, LN. Auf unserem Taschenrechner ist LN leichter zu handhaben, also nehmen wir beidseitig LN. Warum nimmt man einen Logarithmus? Weil jetzt dieser Exponent n nach vorne springen kann, wo er multiplizieren wird. So. Und das ist keine Exponentialgleichung mehr. Die unbekannte n ist kein Exponent mehr. Hier brauchen wir nur noch durch ln von 1,021 zu teilen und erhalten somit diese Rechnung. Wir fragen den Taschenrechner, diese Zahl zu berechnen. Also Bruch ln von 3 halben, das heißt von 1,5, Klammer zu, einmal Kursortaste nach unten, ln von 1,021, Klammer zu, ist, der Taschenrechner findet 19,5. Diese Zahl übertragen wir hierhin und wir sehen, dass die Wartezeit bei Zinseszinsen etwas kürzer ist als die Wartezeit bei einfachen Zinsen. Also wählen wir natürlich die Zinseszinsen.
Wir sehen, dass es sich lohnt, Angebote der Bank nachzurechnen.